Hallo und herzlich willkommen, hier ist Balo mit BMZ Nummer 360 und den Themen Unspielbar ohne DBM, Support Spec und Tank PvP Trinket oder auch PvP Trinket. Obwohl PvP macht ja eigentlich keinen Sinn, ne? Wenn das P für Player steht, dann müsste man ja eigentlich auch immer PvP sagen. Hey Balo, Provokation und Clickbait ahead. Okay. Der oder einer der Entwickler von DBM hat von Blizzard Hardware und eine signierte Collector's Edition bekommen. Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn ein Spiel erst durch die Arbeit von externen Entwicklern spielbar wird? Kontext? Also Moment, was hat die Collector's Edition damit zu tun? Man stelle sich vor, bei Skyrim würden Mechaniken weggelassen, weil es ja sowieso viele mit Mods spielen, oder Minecraft mal ohne Default-Texturen rausbringen, weil es viele nutzen ja Texture-Packs. Skyrim ist halt ein denkbar schlechtes Beispiel, weil Skyrim ja eigentlich genau ein Beispiel, oder viele Spiele, die aktiv die Mod-Community unterstützen, machen ja eigentlich genau das. Nicht, dass sie auf Inhalte verzichten, aber nein, in gewisser Weise könnte man sogar sagen, das tun sie, weil ja auch so ein Mod-Kit und Developing-Tools entwickelt und freigegeben und gepflegt werden müssen und gepatcht werden müssen und so weiter und so fort. Und im Falle von Skyrim weiß ich es nicht, aber im Falle von Fallout gibt es ja auch noch eine ausdrückliche Plattform, über die das Ganze in-game gehandelt werden kann. Also da geht ja Arbeitszeit und damit Ressourcen drauf für Modding. Was ja mit anderen Worten heißt, das ist ja auch Geld, das man für Entwicklung von Content, von anderem Content benutzen hätte können. Und das ist tatsächlich so, dass diese Spiele dadurch oder unter anderem einen großen Reiz daraus beziehen, dass man sich halt denkt, ich zumindest mir denke, na, dafür wird es ja mit Sicherheit auch ziemlich viele Mods geben und so. Also die Mods erhöhen den Wert und den Wiederspielbarkeitswert. Also Skyrim ist für mich denkbar schlechtes Beispiel, weil Skyrim genau das macht, was WoW macht, noch viel, viel stärker und viel, viel schlimmer. Denn bei WoW ist es ja kein Content, kein neuer. Du kriegst ja nicht plötzlich einen neuen Raid dazu. In Skyrim kriegst du sowas dazu. Oder auch in Fallout oder in anderen Spielen. Also das ist das schlechteste aller möglichen Beispiele. Jetzt ist die Frage, DBM oder nicht DBM? Zunächst mal kann man sich streiten, ob DBM notwendig ist, um WoW zu spielen. Meine Antwort darauf lautet generell erstmal nein. Also wenn überhaupt, ist es nur notwendig für Raid-Content. Und selbst da ist es nicht notwendig für jeden Encounter. Also streichen wir das unspielbar ohne Add-on mal zu, bei einigen Encountern sehr hilfreich. Und dann musst du halt sagen, dann wird es schon schwierig, da großartig gegen zu argumentieren. Ein Problem, was wir dabei immer haben, ist, als wir noch alle ohne DBM gespielt haben in Vanilla, brauchte man da DBM? Nö, brauchte man nicht. Da waren die Encounter so simpel, dass man DBM nicht brauchte. Und seitdem gibt es halt eine Entwicklung, so ein bisschen, die so ein bisschen gegenseitiges Aufrüsten ist. Die Entwickler bringen immer mehr und mehr Mechaniken rein, die zum Teil auch gar nicht von irgendwelchen Add-ons gelesen werden können. Ich denke da nur an die Brambles in Legion bei Scenarios, für die du gar kein Indikator hast, wer die gerade hat, wer den Debuff hat und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt so der springende Punkt. Blizzard weiß, dass die meisten Leute mit so Standarddingen wie Timern und so weiter und so fort spielen. Und ein bisschen werden die Encounter auch daraufhin angepasst, dass man sich denkt, wenn ich eine Mechanik habe, von der ich weiß, dass sie dann nicht mehr schwierig ist, wenn die Spieler in der Lage sind, sie zu knacken, dann, also mit einem Add-on zum Beispiel zu knacken, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen und dabei kommen zum Teil richtig beschissene Mechaniken raus, wie zum Beispiel die Brambles bei Szenarios. Und zum Teil ist es halt so, dass ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten, die Sachen zu vereinfachen, einfach aus dem Spiel genommen werden, bis hin zu dem Punkt, dass du Game-Mechaniken drin hast, die als solche kaum noch funktionieren, weil eigentlich notwendige Tools, die du bräuchtest, um die Spielmechanik selber zu nutzen, weder im Grundspiel vorhanden sind, noch per Add-on möglich sind. Das ist halt immer so ein kleines Problem. Wenn man so eine Schnittstelle bereitstellt, mit der die Spieler was machen können. Wir hatten in den nächsten Tagen, ich glaube, da werde ich dann nochmal zu dem Zeitpunkt ausführlicher drauf eingehen. Ich habe in den nächsten Tagen noch eine Frage, wo es sich auch um Add-ons dreht und wie die Entwicklung ist davon und so weiter und so fort. Also da wird in den nächsten Tagen nochmal eine Frage sein, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt.
Aber nein, grundsätzlich ist das kein Armutszeugnis. Was ich ein viel schlimmeres Armutszeugnis finde, ist, wenn mir der Spielspaß dadurch verdorben wird, dass Entwickler ein schlechtes UI bauen. Und das ist leider Gottes in fast jedem anderen MMO, das ich, in jedem anderen MMO, das ich kenne, der Fall. Das ich gespielt habe zumindest. Und halt auch in so Spielen, die ich ansonsten gerne spiele, wie zum Beispiel Diablo. Diablo ist halt so ein Spiel, das ein Standard-UI hat und keine Möglichkeit, das zu verändern. Und das ist so unglaublich nervig, weil es viele Mechaniken gibt, für die dieses UI einfach nicht geeignet ist. Die Standard-Darstellungsweise, die ich nicht verändern kann, mit irgendwelchen Buffs, die unten am Bildschirm angezeigt werden, bringt mir halt nichts, wenn ich friemelige Mechaniken habe, in denen ich genau auf Timing und Reihenfolge achten muss. Zum Beispiel bei Convention of Elements. Timing und Reihenfolge von einem bestimmten Buff achten muss, um ihn optimal nutzen zu können. Und es gibt keine so richtig geile Universallösung. Außer, dass man den Spielern halt erlaubt, sich ein bisschen ihr eigenes UI zusammenzustellen. Und die Möglichkeiten, das zu tun, sind ja bei WoW im Laufe der Jahre sehr, sehr stark begrenzt worden und immer stärker begrenzt worden und werden auch weiterhin immer stärker begrenzt. Also ich sehe da eher den positiven Weg. Mich stört es halt viel, viel mehr, wenn ich als Spieler bei einem Spiel, das ich gerne und regelmäßig spiele, keine Möglichkeiten habe, es nach meinen Wünschen anzupassen, bis hin zu dem Punkt, dass der Spielspaß massiv darunter leidet. Und das ist bei sehr, sehr, sehr vielen Spielen der Fall, weil ich jedes Mal mich ärgere, dass eine Information, die für mich essentiell wäre, einfach nicht gut abrufbar ist, wenn sie überhaupt sichtbar ist, bis zu dem Punkt, dass ich bestimmte Waffen, bestimmte Skills und Ausrüstungsgegenstände nicht benutze, weil mit ihnen zu spielen, vernünftig zu spielen, nahezu unmöglich ist, im Rahmen dessen, was das Spiel mir zur Verfügung stellt. Aber wäre es so, dass man tatsächlich DBM bräuchte, um zu spielen oder um zu raiden, dann würde ich dir vermutlich zustimmen. Ich glaube nur, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, wie leicht oder wie gut möglich das Spiel auch ohne sowas wie DBM ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Zeit lang ohne DBM gespielt habe. Und nur, wie heißt es, GTFO drauf hatte, weil ich halt so ein Void-Zone-Trottel gerne mal bin. Und das alleine hat das Spiel deutlich, also das Spielgefühl war, als DD wohlgemerkt, war deutlich entspannter, weil die wichtigen Abilities fast immer von den Bossen mit Emotes verbunden sind. Du hörst dann also eben auf das Emote, das der Boss sagt. Dann sagt er, fürchtet euch oder so. Und dann weißt du halt, es kommt jetzt der und der Spell. Müsst ihr mal darauf achten. Viele wissen, also ich bin sehr davon überzeugt, dass viele Spieler vermutlich keine drei Abilities von den letzten 55 Bossen oder von den letzten 60 Bossen nennen können. Und das dazugehörige Emote. Weil man es eben nicht mehr tut. Man hat halt DBM drauf, deswegen achtet man darauf nicht mehr. Und ja, mit Sicherheit gibt es auch Mechaniken, wo es viel, viel schwieriger wäre, das vernünftig zu handeln. Gerade ohne, dass Markierungen zum Beispiel gesetzt werden oder so. Denn wenn die automatisch gesetzt werden, vereinfacht das den ganzen Spaß doch erheblich. So, weiter im Text. Hallöchen, Barlo. Ich wollte mal fragen, was du von einer DD-Spec halten würdest, die eher als Damage-Support funktioniert, also zum Beispiel Haste oder Crit-Buffs verteilt, Bonusschaden auf Zauber und Angriffe von Verbündeten hinzufügt oder anderen die Möglichkeit verleiht, Zauber aus der Bewegung heraus zu wirken. Diese Zauber sollten, oh Gott, da denke ich gerade noch an die Jäger-Ability. Aspect of the Pack war es, glaube ich. Was das für immer für ein Rumgegurke war, wer die wann und wo ziehen muss, bis er dann wieder aus dem Spiel genommen wurde. Diese Zauber sollten aber halt in der Kernrotation vorhanden sein und nicht extra Cooldowns. Natürlich müsste man das Ganze richtig balancen, dass dieses Spec auch im Solo-Content halbwegs viable ist und nicht allgemein OP. Würde mich mal über deine Meinung freuen. Unabhängig davon, was ich davon halte, ich finde die Idee grundsätzlich gut. Also ich mochte zum Beispiel die Idee von einem Barden, wie es ihn zum Beispiel in allen möglichen D&D-Umsetzungen früher gab, in Singleplayer-Rollenspielen. Aber auch so die Variante, wie sie in Dark Age of Camelot gab. Der halt alle möglichen Verstärkungszauber hat, die er unmittelbar in der Gruppe oder auf die Gruppe anwenden kann und die halt damit unterstützt. Es gibt mehrere Riesenprobleme damit. Das eine ist, dass immer jeder die eierlegende Wollmilchsau sein will. Wie du gerade schreibst, die muss dann auch solo-viable sein. Das ist das Erste, was ich in Frage stelle. Wenn ich interessantes Gameplay haben will in Gruppen,
dann ist, muss Solo viable sein, nicht zwingend hilfreich. Im Gegenteil, das kann ganz schön hinderlich sein, wenn man versuchen will, etwas Solo viable zu machen und in jeder Gruppengröße viable zu machen, dann aber auch in irgendeiner Art und Weise einzigartig im Gruppenzusammenspiel. Die nächste Frage ist halt die des Balancing. Es ist noch relativ leicht, wenn ich eine feste Gruppengröße habe, zu sagen, naja gut, jetzt habe ich hier eine Support-Spec. Ich weiß, was ich ungefähr von den anderen erwarte. Also kann ich den Supporter in die und die Richtung balancen. Mit flexiblen Gruppengrößen ist das schon extrem schwierig. Ich könnte natürlich einerseits sagen, der sorgt halt, nee, das bringt hier gar nichts. Wenn ich sage, der sorgt für einen festen Wert, also für eine absolute Erhöhung der Gruppe um so und so viel DPS, dann ist das overpowered, je kleiner die Gruppe ist und schwächer, je größer die Gruppe ist. Ich könnte es irgendwie prozentbasiert machen, möglicherweise, aber dann ist es immer noch die Frage, was ist mit Tanks, mit Heilern und DDs? Bufft er die alle gleichermaßen? Wenn ich überhaupt jemanden habe, der Tanks bufft, dann ist er ja mehr oder weniger essentiell, wird er vermutlich mehr oder weniger essentiell sein. Je nach Boss, ne? Wenn Tank Toughness eine Rolle spielt, dann wäre es mehr oder weniger essentiell, jemanden zu haben, der explizit Support dafür ist. Das ist nicht so ganz leicht. Also, und dann noch die Frage, wollen die Spieler das? Und was genau wollen die Spieler? Eine Sache, die in vielen Rollenspielen gang und gäbe war, dass die Klassen halt alle in so einem Gruppen- oder Raid-Kontext, auch in einem riesengroßen Raid, ich rede jetzt nicht von einer Raid-Gruppe, wie sie in WoW 40, 25 oder 20 Mann war, sondern eben in einer beliebig großen Raid-Gruppe, so ihren gewissen Nutzen hat. Oder auch in einer 5er- oder 8er-Gruppe, je nachdem, was du gerade für ein RPG spielst und wie groß die Gruppen da sind. Dann musst du halt noch wissen, sind die Leute bereit, das zu spielen? Also sind die Leute bereit, irgendwas zu haben, was eben nicht die Standardspielweise ist? Wir sehen das ja jetzt schon, dass es immer wieder schwierig ist, Tanks zu finden und Heiler zu finden. Weil jeder in der Lage sein will, Schaden zu machen. Genau das, was ich eben angeschnitten habe, die muss dann auch solo-viable sein. Also ich weiß nicht, ob Leute bereit wären, das zu spielen. Wir haben die Situation gehabt bei verschiedenen Heilern, dass Heiler sich beschweren, wenn sie im HPS hinter einem anderen Heiler sind, weil sie den HPS gewinnen wollen. Und dabei ging es noch gar nicht darum, ob irgendwas gut oder schlecht gebalanced war. Da war es halt das typische Diszi-Problem. Wenn du Content outgearst und weniger Heiler brauchst, gewinnt Absorption immer vor direktem Heal vor Hot. Und wo sich Spieler beschwert haben, die lieber wollten, dass ihr eigener Mitspieler im eigenen Raid beim Killen von Bossen schlechter performt, damit sie persönlich in einer Liste höher stehen. Also, wenn du solche Spieler hast, und das sind ja nicht wenige, es ist ja nicht so, als ob das die Ausnahme wäre, dass Spieler sich beschweren, dass ihre eigenen Mitspieler irgendwas können oder machen oder irgendeinen Wert haben, der höher ist oder niedriger ist. Das ist richtig, richtig häufig. Dann ist halt die Frage, ist jemand bereit, der in Anführungsstrichen Helfer zu sein? Also ich weiß es nicht. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass Blizzard eine relativ deutliche Linie hat. Alles muss solo-tauglich sein, alles muss ziemlich gerade raus sein. Ja, es gibt Heiler, die sind im Solo-Content halt lahm. Dann gibt es die Tanks, die machen zwar im Solo-Content Single-Target relativ wenig Schaden, können dafür bei den allermeisten Fällen AE ziemlich viel umnuken. Und dann gibt es eben die DDs, die ja der Default sind, ne? Die den Kram zumindest sehr, sehr gut hinkriegen können und trotzdem noch ihre Gruppentauglichkeit haben. Ich finde es grundsätzlich interessant. Ich glaube nicht, dass das in WoW passieren wird und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt von den Spielern in WoW angenommen werden würde. Jetzt hat sich der Hund wieder auf meinen Platz gesetzt, weil ich wieder durch die Gegend laufe. Hallo Balo. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber am Wochenende fand mal wieder ein Arena-Turnier statt. Von vor 2 Wochen. Ach so, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt bei den Themen heute. Bei den Themen heute ist es so, dass ich meine Kommentare durchgegangen sind. Da steht sind einige gefleckt gewesen als vermutlich Spam. Und ich gucke da super selten nach bei den Sachen, die vermutlich Spam sind, weil sie fast immer Spam sind. Unter diesen hunderten Kommentaren, die fast ausschließlich Spam waren, waren diese 3 Fragen unter anderem, die ich heute reingenommen habe. Das heißt, die Themen sind teilweise Monate alt, nur jetzt erst von mir aussortiert worden über ihr seid keine Spam-Antworten. Kann also auch gut sein, dass das
in Zukunft passiert oder bei euch in der Vergangenheit passiert ist, dass ihr irgendwas geschrieben habt und euch gewundert habt, warum sehe ich das nicht? Manchmal ist die Antwort, weil es fälschlicherweise als Spam klassifiziert wurde. Ich habe nicht jede Frage, die interessant war oder die naja, in den letzten Monaten gestellt wurde, nicht interessant war, aber die in den letzten Monaten gestellt war, habe ich nicht jede Frage reingenommen jetzt. Ein paar haben wir halt in ähnlicher Form auch schon gehabt. Aber ich habe zumindest alles, was nicht wirklich Spam war, freigegeben, sodass jetzt teilweise irgendwelche Kommentare aufgetaucht sind unter 3 Monate alten Videos. Ist natürlich doof, aber ist halt leider so dieser Standard oder dieses Standardsystem bei YouTube. Also kommen wir dazu. So, Tank Trinket, das komplette Turnier für Zuschauer und Spieler negativ verändert hat. Jeder Spieler, egal welche Klasse, konnte nämlich auf dem Arena-Server folgendes Trinket kaufen. Und das ist ein Trinket, das irgendwie ein Absorb-Shield hat, wenn man unter 40% Laufgeschwindigkeit. Habe ich das irgendwo noch kopiert, wie das Trinket aussieht? Nee, habe ich nicht. Jeder Charakter, sogar diese, die es auf dem Livestream gar nicht erhalten konnten, können Int-Klassen trugen nun das Trinket. Für mich ist das das Ausnutzen eines Bugs, welcher dazu führte, dass die ersten Minuten im Spiel unglaublich langweilig waren, das gesamte Turnier in die Länge gezogen wurde und ein Tank-Trinket-Proc auf einmal die mit Abstand beste und wichtigste Defensivfähigkeit im Spiel war. Ist es Blizzards Entscheidung? Das ist interessant, ne? Also, weil das hat irgendwie, also es hat halt einen Proc gehabt mit einem 2 Minuten Cooldown, der einen sehr starken Absorb-Schild gemacht hat. Und, naja, also, ist interessant, dass die Leute das wählen, obwohl es halt auch Trinkets gibt, die ihnen ansonsten massiv helfen. Aber gut, obwohl, warte mal. Es ist ja nicht jedes Trinket auch im PvP, also es funktioniert ja nicht jedes auch im PvP, oder? Ich bin gerade verwirrt. Ich habe so lange nicht mehr PvP gespielt. Ich dachte, es wäre so, dass die Trinkets das eben nicht mehr uneingeschränkt ihre Funktionalität beibehalten, sondern nur noch für den Item-Level gewertet werden. Ist Blizzards Entscheidung, nichts am Spiel im Laufe des Turniers zu ändern, deiner Meinung nach richtig? Kurz nach dem Turnier. Ja, grundsätzlich ja. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass man konsequenterweise auch einen Holzweg zu Ende gehen muss. Kurz nach dem Turnier haben sie das Trinket nämlich drastisch im PvP genervt. Die endgültige Qualifikation ist noch nicht abgeschlossen, somit werden in Zukunft die Spiele ohne Tank-Trinket stattfinden. Wodurch das Argument fair für mich nicht gilt. Manche Klassen haben deutlich mehr vom langsamen, ja, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich erstmal nicht passieren sollte, dass du etwas bekommen kannst, was du normalerweise für deine Klasse nicht bekommen kannst. Das ist einer speziellen Situation geschuldet, nämlich dessen, dass du den Spielern halt die entsprechenden Freiheiten geben willst auf einem Turnier-Realm oder auf einem Qualifikationsrealm. Genau das zu haben, wonach die Leute Ewigkeiten gekräht haben, nämlich keine Beeinflussung dessen mehr, wie gut das Equipment ist, was man auf dem Live-Server hat, sondern so komplett die freie Auswahl. Und wichtig in dem Fall ist nicht nur ein Template, sondern wirklich die Auswahl, sich das Equipment zu holen, was man für am passendsten hält. Und das ist ja auch beim Mythic Plus Content so und auch durchaus sehr, sehr interessant, weil es gerade im Bereich Trinkets ja immer wieder mal sehr, sehr unterschiedliche Funktionalitäten gab, die an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil geben konnten oder zumindest neue Strategien ermöglicht haben und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich gut, hat natürlich den Nachteil, den du gerade beschreibst. Es kann passieren, dass da irgendwas drin ist, das in dieser Art und Weise so nicht gedacht war und die Balance über den Haufen wirft. Es ist jetzt allerdings ziemlich blöd, wenn es gerade losgeht quasi, die Qualifikation wurde damit gespielt und so weiter und so fort, das nehme ich zumindest mal an, so liest sich das für mich. Dann ist der erste Turnierspieltag und dann heißt es, ach ja, das wollen wir so nicht, schalten wir jetzt aus. Denn die Leute haben damit gespielt, die Leute haben sich damit qualifiziert, sie haben möglicherweise ihre Teams dadurch zusammen damit oder darauf eingestellt und so weiter und so fort. Und in dem Fall musst du dann halt sagen, ist jetzt doof. Aber der andere Fehler wäre größer, das wäre ein schlimmerer und das wäre ein blöderer. Nämlich zu sagen, wir machen das jetzt aus und werfen dadurch das Turnier in einem viel größeren Maße über den Haufen, als darüber, dass alle dieses Trinket tragen. Wenn es alle tragen, dann ist es ja ausgleichend. Alle, die Möglichkeit haben, es zu tragen, dann ist es ausgleichend. Das Spiel wird insgesamt ein bisschen langsamer, okay, aber das sind ja Sachen, auf die Leute sich lange Zeit haben einstellen können. Das ist so ein bisschen wie das Übernehmen von diesem einen Mob,
dieser Arkan-Magier-Mob in Rabenwehr, der mit Spellsteel die Möglichkeit gegeben hat, extrem viel Schaden zu machen und so weiter und so fort. Er ist dann nachher genervt worden. Aber auch da ist es halt so, die Leute üben mit dieser Mechanik, die Leute stellen ihre Gruppe speziell auf diese Mechanik zusammen. Das hat erheblichen Einfluss dann auf die Map-Wahl, auf die gesamte Spielweise, auf die Charaktere, möglicherweise auf die Personen, die spielen. Und deswegen lässt du es halt, auch wenn du weißt, okay, das ist sehr, sehr stark, es ist OP. Mit anderen Worten, wenn du in dem Ding, in dem Dungeon, wenn es zur Auswahl steht, keinen Magier hattest, kannst du fast knicken oder konntest du fast knicken, das Ding zu gewinnen, wenn der andere einen hatte. Aber dann ändert das Balancing danach. Das ist so, glaube ich, der beste Weg. Einzige, was man dazu sagen kann, ist, ja, hätte man, wäre besser gewesen, das vorher zu verhindern, aber dieses wäre besser gewesen, es vorher zu verhindern, hilft einem halt nicht, wenn der Zeitpunkt schon vorbei ist. Musst halt mit dem leben, was da passiert ist, oder mit dem Fehler leben, der da passiert ist, und danach die optimale Entscheidung treffen. Und ich denke, die optimale Entscheidung wird vermutlich gewesen sein, wir lassen das durchgehen für dieses Turnier, ändern die Mechanik dann fürs nächste Mal. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. In diesem Sinne, tschüss und bis morgen, sagt euer Onkel Barlow.